Guten Abend, liebe Zuschauer von Ungetrübt Media, zu unseren Nachrichten am heutigen Donnerstag. Wir beginnen mit Thema Nummer 1, ein Thema, was uns unter anderem nach Leipzig führt. In Leipzig gab es erneut einen Übergriff auf eine Kirche, und zwar im Stadtteil Sellerhausen. Diese wurde fast abgebrannt, massiv zerstört und es wurden gewisse Inhalte der Kirche entwendet und gestohlen. Es handelt sich um einen erneuten Vorfall von einer Vorfallskette, mit der man in Leipzig mittlerweile fast ein Buch füllen könnte. Es gab erst vor wenigen Tagen eine Bombendrohung gleich gegen mehrere Kirchgemeinden und es gab in den zurückliegenden Monaten mehrere Akte der mutwilligen Zerstörung von Einbrüchen und. Solche Vorfälle kennen wir ja schon aus Frankreich, wo teilweise sogar Pfarrer öffentlich bedroht werden, weil sie eben eine Religion ausüben, die von anderen ins Land geholten Religionen nicht erwünscht ist. In den Medien herrscht darüber natürlich fast Schweigen, es ist nur eine Nebenberichterstattung. Es gab schon vor einigen Jahren einen Vorfall, einen Anschlag auf eine Leipziger Kirche. Damals gab es ein Bekennerschreiben auf den linksradikalen Internetportal Indymedia und zwar richtete sich der Anschlag gegen christliche Werte und gegen das weiße Europa, für was die Kirche ja angeblich stehen soll. Man kann natürlich über Religionen geteilter Auffassung sein und man muss natürlich auch die Kirche ganz stark dafür kritisieren, dass sie die ganze Fehlpolitik der letzten Jahre, ob das die Masseneinwanderung ist, ob das der Corona-Wahnsinn war oder jetzt die Kriegsrhetorik gegen Russland mit unterstützt, nicht aufbegehrt. Trotzdem sind das alles Anschläge gegen unsere abendländische Kultur, gegen die Werte und Traditionen in Deutschland. Da es in Leipzig ja schon mehrere Anschläge gab, werden wir diesbezüglich eine Presseanfrage stellen, um Sie da auf dem Laufenden zu halten, wie die Ermittlungen aussehen und wie viele Anschläge es letztendlich gegeben hat. Wir kommen zum Thema Nummer 2. Thema Nummer 2 befasst sich mit der Meinungsfreiheit in diesem Land oder mit der ehemaligen Meinungsfreiheit, die immer weiter kastriert wird in Deutschland. Sie kennen das von den sozialen Netzwerken, wo unliebsame Streamer, unliebsame Seiten wegzensiert werden oder mit Reichweitenbeschränkungen belegt werden. Auch wir haben das mehrfach erleben müssen. Hinzu ist die Meinungsfreiheit in Deutschland durch verschiedene Paragraphen wie Paragraph 130 geknechtet und geknebelt. Dieser Paragraph wurde nun verschärft. Grund hierfür ist die abweichende Meinung vom Mainstream in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt. So können jetzt in Zukunft Meinungen, die von der vorgegebenen Meinung in diesem Konflikt abweichen, unter Strafe gestellt werden. Also wer Kriegsursachen hinterfragt, wer eben die Eskalationsspirale aufzeigt, die letztendlich zu diesem Krieg geführt hat, oder wer eben die andere Seite der Medaille beleuchtet, der könnte in Zukunft vor dem Kadi landen und letztendlich mit einer Freiheitsstrafe von mehreren Jahren bestraft werden. Unserer Meinung nach gehören in einer freiheitlichen Demokratie derartige Maulkorbparagraphen abgeschafft. Und eine starke Demokratie, die muss auch Meinungen ertragen, die sie eigentlich ablehnt. Und es gibt da ein Zitat von Thomas Jefferson, dem ehemaligen US-Präsidenten, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit, die steht von alleine aufrecht. Da mag durchaus einiges dran sein an diesem Zitat und wir werden sehen, wie sich diese Gesetzesgebungen in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen. Wir haben ja das Netzwerk, Durchsetzungsgesetz und.
alles Gesetze und Paragraphen, mit denen die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt wurde. Wir reden hier nicht von unüberlegten Hasskommentaren, von Aufruf zu Hass und Gewalt, was natürlich verfolgt werden muss. Nein, wir reden hier von anderen politischen Ansichten zu bestimmten Themen. Thema Nummer 3, wir hatten auch heute dazu schon einen Artikel geschrieben, die sogenannten Klimaschutzaktivisten, sind ja heutzutage alles Aktivisten, auch die andere Leute überfallen, die das Streckennetz der Deutschen Bahn lahmlegen, das sind Aktivisten, das sind keine Extremisten, keine Verfassungsfeinde oder keine Terroristen, nein, das sind sogenannte Aktivisten. Die Klimaschutzbewegungen, diese, das kann man vernehmen, radikalisieren sich immer weiter neben gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, werden mittlerweile Museen attackiert, Kunstwerke beschädigt, es wird sich an Kunstwerke festgeklebt, es erfolgten Anschläge auf Straßenverkehrsverbindungen und. Dieser ganze Hype von Friday for Future und was es da alles noch gibt, das wird natürlich auch kräftig mit Steuergeldern gefördert, wie wir das bereits bei der Vereinsmafia in linksextremistischen Kreisen kennen, wo ja mittlerweile Milliardenbeträge fließen für den Erhalt und für den Weiterbetrieb derartiger Strukturen. Mit echten Umwelt- und Naturschutz, der natürlich zwingend notwendig ist, hat dieses ganze Treiben nichts zu tun. Kinder werden bereits in der Schule von Lehrern instrumentalisiert, indoktriniert. Anstatt zum Beispiel gab es zu DDR-Zeiten ein Fach wie Heimatkunde einzuführen oder flächendeckend, einige Schulen machen das ja, das Fach Schulgartenunterricht, wo man eben den Kindern und Jugendlichen einen verantwortlichen Umgang mit der Natur, mit unseren Ressourcen beigebracht wird, wo beigebracht wird, wie zum Beispiel Lebensmittel angebaut werden, was da für Arbeit dahinter steckt, das wäre ein wirklicher Beitrag für Natur, Umwelt und auch Tierschutz. Aber das andere, was wir hier haben, das ist Ideologie. Und mit Ideologie lässt sich natürlich prima Geld verdienen. Und deshalb wird dieses ganze Schmierentheater auch betrieben. Auf zur Friday for Future Demo und dann nach Hause fahren mit Papas SUV. Das ist die Realität in diesem Land. Wir werden auch bei diesem Thema am Ball bleiben, vielleicht lässt sich ja der ein oder andere Aktivist für ein Interview, steht er vielleicht bereit und setzt sich vielleicht auch mal mit kritischen Fragen auseinander. Das soll es für heute schon gewesen sein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.